Also passt es auch. Oder sogar, nee, das bringt 2 und selbst. Ja, das ist schon mal schlechter. Ist auf jeden Fall besser. Gut. Hier ist auch irgendwas zerstört worden. Wie ich das hasse, wie ich das hasse. Ja, das meine ich. Mit am Ende nervt alles nur noch. Nee, irgendwie. Egal. So. So. Ja, hier. Ist okay. Rückfahrkarte aktivieren. Wo ist der kleine Xen? Achso, die erste Kolonie. Ja, bin auch schon dabei. Ach, wie schön das doch ist, dann wieder hier zu Hause zu sein und so ganz schnell zu sein. Komm hier, komm, 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 komm. Ich scroll wie ein Weltmeister. Laser an. Da, zip. Da sind sie doch. Da, Feuer. Daher. Boah, sind die schnell. Aber, nein, wollte gerade sagen, holt ihn euch. Aber nicht schnell genug. Genau, meine 2 Helferschiffe sind etwas schneller. Nicht so wie ich. Ja. Laser! Firing my... Stopp hier! Ich feuere doch meinen Laser. Und hoch. Puh! Klar doch, mache ich doch immer wieder gerne. Hey! Bitteschön. Ich sag bitteschön. Einkaufen. Kostet ja nichts. Und weg hier. Ah, ja. Und an jeder Stelle, desto mehr man hat, desto mehr greifen an. Eigentlich nur ein, wir haben keine anderen Schiffe, die irgendwie mal was anderes machen müssen. Nein, das kann nur ich machen. Ja. So, alles aufgeladen. Ja, dann greifen wir erstmal die weiter an. Damit die dann Ruhe geben. Und mich gerne vielleicht als Freundin zugewinnen kann. So, Bomben aktivieren und Feuer. Feuer. Was ist denn jetzt los? Hoffen wir, dass wir das zerstören. Na kommt. Schneller. Oh cool, danke. Würdest du bitte auf meinen Hauptplaneten fliegen? Dankeschön. Wer das wohl jetzt ist, das sind unsere andere kriegsführende Partei. Die will natürlich jetzt Rache für ihre Planeten. Also die Superbombe, die rockt auf jeden Fall rein. Das spart einem doch viel Arbeit.
So, perfekte Verteidigung. Komplette Vernichtung des Feindes. Würde ich als gut geführt. Überall fehlt hier was, aber es ist mir jetzt egal. Es wäre zu viel Zeit, was ich dann immer sinnlos verbrauche. Und außerdem kommen hier eh, kriege ich hier eh nur Drecksmineralien. Ich nenne es jetzt mal Mineralien. Ja, StarCraft 2. Geschädigt bin ich schon. Keine Sorge. So, dann holen wir aber hier nochmal 20. Die lohnen sich nämlich. Wenn ich noch einen pinken bekomme, dann bin ich richtig froh. Apropos pinken im Planeten. Muradreich oder so ähnlich hießen die. Hallöchen. So, Nummer 1. Ich möchte dieses Paket von dir kaufen. Kannst du das auch haben? Naja. Vergesst mal den einen hier, aber den kriegst du auch noch oben drauf, weil ich nett bin heute. Ja, und dann, Diplomatie. Ich möchte, dass du das Mustern reichst. Hab ich. Ist ja nischt, was die wollen. Dafür, dass ich die angreife, ist echt nischt. Zack, werden sie angegriffen. So, ich hol mir den ihren Hauptplaneten. Weil T3 und so. Guck, die haben nur noch 3 Sterne als Reich. Also sind einfach nur noch lachhaft. Irgendwie konnte man auch mal Reich einnehmen, feindliche. Ich weiß noch nicht, wo der Unterschied ist zwischen wann sowas angreift und wann es fing. Hep, hep, hep. Da kann man schildern. So, wie es mein Verbündet. Ich beanspruche diesen Ort hiermit für mich. Glückwunsch! Dankeschön. Natürlich sind die anderen nicht so glücklich, dass ich denen ihre Schiffe mitgeschrotet habe währenddessen. Hier, guck mal. Die waren fleißig. Jo, hinfliegen. Wie wär's denn damit? Ja, Verbündete halten es halt nicht so aus. Ich hätte jetzt Verbündetenreparatur gebraucht, aber selbst das, ihr habt ja gesehen, wie schnell sie runterging. Das ist halt dann sowas, da kommt man nicht mehr wirklich gegen an. Also man versucht da nicht wirklich was hardcore zu reißen. Tap. Nur Piraten. Verarschen. Ah, jetzt weiß ich, was Protonrakete ist. Wow! Da sind ja noch mehr. Was zur Hölle? Schneller, schneller, schneller. Alter, hier steht schon fast nichts mehr drauf. Wo sind sie? Hallo. Immer doch gerne. Habt ihr was für mich außer das hier? Ja, natürlich nicht. Na, mal wieder. Die Pflanze möchte ich nicht haben. Ja, ich weiß, dass hier noch was auf dem Planeten ist. Das möchte ich aber genauso wenig haben. Weil das ist ein kleiner Kackplanet. So, was haben wir hier eigentlich? Oh, was gelbes Zeug. Wir sehen übrigens... Oh, hier ist irgendwas. Bestimmt gehört das denen. War ja klar. Ja, machen wir das erstmal halt alleine. Alleine! Schild lädt noch auf. Ist aber auch nur T0, das heißt, so viel wird da ja auch nicht rumstehen. Na, perfekt. Dem Veranspruch diesen Ort für mich. Minus Menschen. Was heißt denn das, minus Menschen? Ich habe Menschen getötet? Ja, natürlich habe ich wieder was erobert. Ja, die fliegen natürlich jetzt alle weg. Hoffe ich zumindest mal, dass sie das tun.
Weil sie soll mich nicht aufregen. Hallöchen, mach mal hier. Mach mal alles voll. Dann machen wir die jetzt. Ach kommt. Ich mach das schnell. Eins durch dabei ist ja nicht mehr spannend. Weil wegen spannend. Nur mal so. Bumm. Bumm. Wie wär's mit näher ran? So. Eine muss nochmal treffen. Okay, das war die super Ding. Aber wenn sie nicht trifft. Ach guck mal. Und schon war's das für mich, ja? Bis zum nächsten Trend. Eroberungsplakette habe ich gerade eben noch bekommen. Mega-Photon-Rakete und Mega-Laser. Erobere 10 Land. Okay, es hatte hier gerade noch geblinkt. Okay, vielleicht hätte es auch gar keinen Sinn gemacht, überhaupt zu schneiden. Ja? Frage ich mich jetzt auch schon gerade, ob es wirklich Sinn gemacht hätte. Und zwar, der Planet hat geblinkt, so wie hier gibt's was und hier gibt's wirklich was. Wumm, wumm. Na wo? Na, weiter noch. Vielleicht mal wieder ein Planeten mal. Nee. Sieht nach Objekt aus. Ach, die glänzende Drusse. Aber ich glaube, das soll Drüse heißen, weil alles andere ergibt keinen Sinn. Das sind jetzt alles hier Müllplaneten, die ich eigentlich alles nicht brauche. Aber wir haben ja noch einen Planeten vor uns, der ja immerhin C0 ist. Alter, warte mal. Planeten sind rund. Das solltet ihr niemals vergessen. Hier aus. Feuer. Ich frag mich, wofür jetzt noch stärkere Bomben zu gebrauchen sind. So die Antimaterie-Bomben, weil hier mache ich ja schon One-Shot und hab's eingenommen. Was passiert denn dann, wenn ich das mit mehr mache? Wo wollt ihr hin? Ihr habt kein Zuhause mehr. Ja, jetzt hat er Piraten. Genau. Geil. Weiter. Au! Gut, dass ich gerade Lasern hab. Ajo, ich hoffe, ihr freut euch über euer neues Zuhause hier. Zum Starten. Kriegt da ein bisschen davon. Ihr wollt das ja. Bitteschön. Wunderschön. Ja, ich hätte jetzt noch was drauf bauen können und so. Ja, die greifen mich auch an. Wunderschön. Und hier gibt's nichts mehr zu holen. So, wir haben wieder Ruhe. Kein Krieg mehr, weil wir mögen keinen Krieg. Also ich mag eigentlich gar keinen Krieg haben hier ständig. Die greifen uns halt nur ständig an. Der gelbe Strich hier ist einfach nur geil. So, haben wir hier irgendwo pinkenes Zeug. Das wird sich ja lohnen hier. Das ist ja so ein größerer Planet. Ja, war mein Hauptplanet. Keine Ahnung, warum die so die größer sind und die nicht. Hm. Vielleicht heißt das, dass die T0 sind. Das so T3. Was weiß ich denn? Als hätte ich hier Ahnung von dem Spiel. Ich spiele das doch nur für euch. Heißt ja nicht gleich, dass ich Ahnung habe. Ich versuche natürlich immer so viel Ahnung wie möglich zu haben. Das können sie mit dem Ziel können sie mich zurzeit nicht näher bringen. Was heißt, ich habe nicht mal, ich kann nicht mal alles abschließen, was mein Volk von mir wollte. Das finde ich ja schon sehr unschön. So, da könnten wir uns glatt. Mega-Lösu. Gegen Ziele am Boden einsetzen. Stärkste Präzisionswaffe. Die rockt natürlich gut. Nehmen wir! Jetzt haben wir den besten Laser. Alliierten-Reparatur. Lassen wir jetzt doch. Monolithen könnten wir mal ausprobieren. Mega-geschützt auch erst später. Wie viel habe ich? Ich habe noch eine Kolonie auf jeden Fall. Das ist gut, sollte man immer dabei haben, falls man dann plötzlich einen übelst geilen Planeten hat. So, vielleicht verkaufen die ja noch irgendwas, was ich sonst noch nirgendwo gesehen habe, weil, soweit ich weiß, haben wir doch auch die Protonrakete freigeschaltet und die habe ich noch nicht... Ach, das hier war die Protonrakete schon. Haben die anderen das uns billiger verkauft? Glaube nicht. So, unsere normalen Protonengeschosse sind jetzt auch noch stärker. Ja, ich könnte den Impuls kaufen, den könnte ich schon seit vorhin kaufen. Ach nee, die sind auch mit mir verbündet. Ach ja, gut. Ich habe gefehlt. Ich hätte vorhin also das gar nicht machen müssen. Ach, guck mal, wie weit ich sehen kann. Um fast bis dahin fliegen. Das nur anpeilen und dann da klicken. So, also wir rocken doch schon richtig geil ab, würde ich sagen, wa?
Da könnten wir es doch jetzt mal glatt schaffen, ein bisschen weiterzukommen. Also dass die Grons jetzt mit uns im Krieg sind, das ist halt alles... Tja, Energie ist voll. Die Gesundheit, gut. Das hat aber auch Abklingzeit. Muss man natürlich mitsehen. Und gleich hier. Na komm. Getroffen. 15. Ajo. Ah, die freuen sich hier wahrscheinlich. Die haben schon ein gutes Angebot jetzt. Sind ja auch T3 effektiv ausgerüstet. So, was ist denn hier? Ist das auch Kornreich? Was? Es gibt hier echt was, was nicht Kornreich ist? Ich raste ja mal voll aus. Also wir wollen in die Mitte des Universums. Das heißt ja, desto näher man dem kommt, desto mehr Schaden, desto langsamer sind wir. Kein Wunder. Nein. Bonk. 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 Ich will aber eher in die Mitte, jetzt weiter weg. Für den. Für den. Für den.